Was für ein sorgenvoller Morgen. Ich wollte heute nach meiner morgendlichen Routine hier meine schöne Wayfarer-Aufnahme zur ersten Belohnung starten. Und was passiert? Obwohl ich OBS, also Droid Cam OBS Pro User bin, kann ich im Augenblick gerade nur ein Device verwenden. Man sieht also meine Wow Cam dort hinten, aber meine Overhead-Kamera ist hier jetzt ausgefallen. Meine Birdie Cam, ich wechsle die ja ein bisschen aus zwischendurch, um da irgendwie so ein bisschen was zu machen. Ich bin sehr enttäuscht und habe da von dem Droid Cam den Support kontaktiert. Natürlich auf die Schnelle noch keine Antwort erhalten. Aber das ist eine Geschichte, da ärgere ich mich jetzt im Augenblick gerade. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass das reibungslos funktioniert. Hier sehen wir unsere Thumb von heute. Das ist der Eseltreiber in der Nähe des Kornmarktes in Osterode am Harz. Man sieht, es ist schon weihnachtlich geschmückt, die Innenstadt. Wir waren da, als da relativ wenig als da wenige Menschen unterwegs waren. Bei dem Eseltreiber ist hier interessant, man sieht zwischen den Beinen von den Figuren, da so zwischendurch, eine kleine Informationstafel, die sollte man so ein bisschen lesen. Osterode hat auch ein riesengroßes Kornmagazin und in Osterode Freiheit auch so eine Eseltreiber. Das sind Baudenkmäler von in Osterode am Harz von diesen Eseltreibern. Die haben nämlich die Bergbaustätte mit Getreide, mit Korn versorgt. Und weil aus dem Korn natürlich allerlei Zeug auch produziert wurde, nicht nur Brot, hat dieser Eseltreiber hier auch eine Flasche in der Hand. Also es ist nur so eine Andeutung, dass es sich dabei auch um flüssigen Korn gehandelt haben könnte. Kann man sich mal sehr anschauen. Ich finde solche Statuen, die vor allen Dingen aus Material produziert sind, welches unheimlich haltbar ist, super gut und die sind natürlich absolut ein No-Brainer, total gut geeignet als Waypoint. Und in Osterode steht diese Statue im Bereich des alten Rathauses. Da gibt es also mehrere Dinge, die man da bestaunen sollte. Und es befindet sich auch die Touristeninformation in der Nähe. Dort gibt es einen Lageplan für die Stolpersteine dort. Und man kann sich natürlich auch um eine Stadtführung bemühen. Also von daher, in Osterode gibt es was zu gucken. Osterode am Harz, merken wir uns. Wir wollten jetzt ein bisschen umsteigen zu unseren Wayfarer-Prüfungen. Ich hoffe, dass das Chaos jetzt hier nicht so komplett weitergeht. Wir sind hier stehen geblieben, können wir uns anschauen, bei 66 Prüfungen. Wir versuchen uns den 22.000 wenigstens zu nähern. Und nehmen uns heute mal besser nicht zu viel vor, weil es scheint nicht so gut zu laufen. So ein Kreuz ist ein spiritueller Ort, ein No-Brainer. Wollen wir also auch dabei haben. Und es gibt auch die spezielle Rubrik Kreuz. Und hier sehen wir das an einem Weg. Der macht hier so einen leichten Knick. Das kann dort sein. Und das reicht uns, um das durchzuwinken. Zack. Am Anfang, wenn man da erstmal so ein Waypoint hat, den man da durchwinken kann, ist das eine sehr schöne Sache. Hier sehen wir einen Aufsteller, das ist also ein Ausstellungsstück, das ist ein Zahnrad, möglicherweise in einem Industriegelände, aber es ist zum Bestaunen aufgestellt worden. Deswegen ist es ein Top-Ding. Hier gibt es noch verschiedene andere technische Dinge. Dieser Müllcontainer hätte nicht genehmigt werden sollen, steht ausdrücklich in den Kriterien, weil da kommt ein LKW, der holt den ab und stellt dann einen neuen hin, der möglicherweise nicht so bemalt ist. Dann ist das nicht ganz so fein. Hier können wir den Standort natürlich nicht sicher. Deutet sich ein bisschen was an auf der Karte, aber wir wissen es nicht. Es ist eine Installation und es gibt eine Menge Leute, die sich so technisches Zeug halt ganz gerne anschauen. Natürlich dann halt auch mit den Betrieben ringsherum in Verbindung bringen. Und da ist das. Also das hier ist ein Ausstellungsstück, möglicherweise. Wir gucken mal, ob das hier irgendwie befestigt ist. Müssen wir ein bisschen vergrößern, damit wir da reinkommen. Mikrofon funktioniert wenigstens, muss ich mal gerade kontrollieren, wenn es sei. Da sind kleine Drähte. Das hier scheint eine Verankerung zu sein. Das ist ein Fahrrad, ist auch also funktionsuntüchtig gestaltet. Handelt sich wohl um eine längere Ausstellung. Weist die Autofahrer möglicherweise darauf hin, hier sind Radfahrer unterwegs. Oben deutet sich auch ein Radweg an. Okay, das handelt sich also um einen Radweg und dieses Fahrrad weist auf diesen Radweg hin.
wenn man hier diesen Text zur Einsendung oder die Beschreibung sich durchliest. Und von daher ist es ein sehr wertvoller Wegpunkt. Hier gehen wir ein bisschen näher ran, können wir es vielleicht erkennen. Fasst euch nicht ins Gesicht, das ist ganz, ganz schlecht, wenn man das macht. Tragt lieber eine Alltagsmaske, haltet Abstand, allgemeine Hygiene, Lüften nicht vergessen, um da unterwegs zu sein. Dann kommen wir gut durch die kalte Jahreszeit. Das ist ein Spielplatz, das ist hoffentlich unproblematisch durchzuwinken. Wir gucken mal, wir haben da einen Spielplatz und das hier sieht ein bisschen aus, als ob da jemand sehr enthusiastisch eingereicht hat. Was haben wir denn hier? Spielplatz Jägerstraße. Ja, das ist der Spielplatz Jägerstraße. Das gehört dazu. Das hier ist die Spielplatz Jägerstraße Duplikat. Schicken wir dann darüber nach Hause. So ein Pech aber auch. Naja. Das scheint in einer Reiterregion zu sein. Pferderasse benannt, die früher im Dorf gezüchtet wurde. Das kann sehr gut sein. Es handelt sich um eine Kneipe im Ort. Wir machen mal hier zum deutschen Kaltblut. Das ist ein Arbeitspferd. Ne? Die sind meistens sehr, sehr groß. Wissen wir alles nicht. Machen wir das so, dass wir dann hier sagen. Restaurant, kommerziell. Und das scheint dann irgendwie so, ups, gut bürgerlich zu sein. Dann lassen wir das doch mal darüber auf die. Das ist eine Dorflinde, es ist zur Not auch ein öffentlicher Platz, wie man das sehen kann. Da müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand, dass das ein Wegpunkt werden sollte. Da gucken wir mal, jo, das ist ganz toll. Wir könnten dieses Ding allerdings noch ein bisschen weiter auf dieses Podest, das man ja betreten kann, das haben wir gesehen. Öffentlicher Platz. Zack, nehmen wir dann damit rein, absenden. Das passt doch dann schon direkt viel besser. Wir versuchen dann heute mal ganz ruhig, locker auf ein paar Bewertungen zu machen und kümmern uns um eventuelle Probleme halt einfach zu einem anderen Zeitpunkt. Hier siehst du so eine. Skyline. Ne? Zeichnung würde ich das auch nennen. Mehr kriegt das nicht. Also, das ist so ein bisschen sehr schlicht. Das ist halt vielleicht einfach nur so, damit es nicht total langweilig ist. Dieses Bild sieht irgendwie ein bisschen verschwommen aus. Das ist ja sehr traurig. Schlechtes Foto. Können wir so nicht nehmen. Trafoturm Dorfmark reicht nicht aus. Ist kein richtiger Turm. Erfüllt die Kriterien nicht. Kein richtiger Turm. Kein PUI, da eine weitere Funktion. Absenden. Nee, das muss dann Kletterwand. Eine Kletterwand bei einem Spielplatz. Was haben wir denn da? Das hier ist Rutsche auf dem Spielplatz. Da wird also jetzt erstmal alles eingereicht. Die Rutsche auf dem Spielplatz kriegt auch die Kletterwand dazu als Duplikat. Damit wir das dann so mal Captain Vollhorst. Ah, es wäre im Glück er schon da. Wir müssen uns nicht drum kümmern. Wir können ihn als Duplikat abhalftern. Dann müsste das für dieses Kram dann da nicht. Das ist eine Hundewiese, die da wohl so gewidmet wurde, das ist wohl dauerhaft auch. Der Aushang ist nicht so. Bin ich mir nicht ganz so sicher, weil dieses Ding wird da relativ schnell weg sein. Da müsste man sich überlegen, ob man da dann einen Ersatz schafft. Aber die so eine Wiese scheint hier zu existieren. Wir machen da einfach mal 3 Sterne draus und machen da Sportplatz für Hunde, die dann da ein bisschen rumlaufen dürfen, wenn man das benötigt. Ich finde, da ist genügend Feldmark. Da würde ich ganz simpel einfach sagen,
Das ist ein Holzstapel und da hat jemand Insektenhotel dran geschrieben und hat sich dann über. Es ist tatsächlich ein Insektenhotel, weil so stapelt niemand Holz unter einem Busch. Also kein Brennholz zumindest, irgendwie so. Foto ist ein bisschen. Ach, kriegst du trotzdem hier, komm. Da. So dein Insektenhotel, da. Sehr schön, ganz fein gemacht. Was soll an der Seite sein, wissen wir natürlich nicht. Kriegst eine Installation. Damit wir hatten heute schon so viel Geknussel hier mit unserem Kram, was wir gerne dabei gehabt hätten von den Kameras her. Und da müssen wir damit halt einfach umgehen. Dass wir das ohne machen müssen, weil ich hätte ganz gerne mal ein bisschen rumgeschaltet. Und das ist ein Pfarramt, ein evangelisches. Das ist natürlich ein No-Brainer, das wollen wir dabei haben. Das geht auch unter Kapelle, ist ganz fein. Und da gucken wir einfach mal, ob wir hier. Ja, das ist so mit so einem Areal mit Friedhof und Kirche und Pfarramt. Ich finde, 4 Sterne absenden. Das geht doch dann mal gut voran. Beachvolleyball ist auch ein No-Brainer. Und das Schöne an diesen Sportstätten ist, dass man sie häufig ganz, 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 ganz toll sehen kann. Und hier wird es offensichtlich gerade zurecht gemacht. Wir können es sehen, ist ein Sportplatz. Yes, Baby. Da hast du noch eine Waypoint für deine Spieloberfläche. Das macht uns Spaß. Infotafeln sind auch No-Brainer. Dieses Ding ist hoffentlich so groß, dass man es sehen kann auf der Dingskarte, damit wir hier unterwegs sein können. Und das, ja, können wir. Auch ganz fein gemacht. Das ist eine Informationen. Und dann gehen wir auf Absenden. Viel Spaß mit dem Wegpunkt. Ingress-Spieler können vielleicht auch mal ein paar ansprechendere Bilder so ein bisschen dahin basteln. Hier kriegst du 3-3. Nee, sicherer Zugang gibt es dann hier. Müssen wir uns überlegen, das sieht schon so ein bisschen danach aus. Da ist da so eine Hütte dahinter mit einem Zäunchen. Das hat irgendeine Dingsbedeutung, kriegt 4. Von diesen Kreuzen gibt es ja haufenweise welche in der Region. Da hast du 1830 über der Tür. Haltbarkeitsdatum irgendwie so ein bisschen von so einem Gebäude. Deswegen finde ich das ist so ein Flachdachding. Das ist kein Flachdachding, das ist auch nicht zweistöckig, ist nicht am angegebenen Ort. Zumindest nicht an dem Ort, wo es da angegeben ist, wo es sein soll, nicht übereinstimmender Ort. Das waren zweistöckige Gebäude mit Giebeln und das ist nicht da. Bushaltestelle und Informationstafeln. Die Informationstafeln rettet dir die Bushaltestelle. Viel Spaß, wenn man da auf den Bus wartet, kann man dann ganz sicher ganz toll spielen. So eine Informationstafel an der Bushaltestelle ist da also spieltechnisch auf jeden Fall Gold wert. Da machen wir dann Informationen. Haben wir uns immer wieder mit krummen Fingern abgegeben. Zack. Super, so kommen wir nämlich voran. Also hier war heute ein bisschen Chaos ausgebrochen. Dadurch, dass man hier dieses blöde Zeug mit dem Computer da und dem Hin- und Herwuseln hat, verhält es sich auch so, dass ich natürlich meine Zeit verschiebe, ne? Und das finde ich halt ein bisschen ärgerlich, denn ich habe natürlich ein bisschen mehr vor über den Tag. Also das hier ist ja nur so ein Hobby, ne? Und da hast du bla 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 PlayStation 9. Ich glaube, das war mal eine Aussichtsplattform, ne? Soll das nicht eine Aussichtsplattform? Ist leider beschmiert, das ist natürlich total ärgerlich, ne? Aber kann man so nicht ändern. Wir gucken uns das mal von hier aus an. Ja, das sieht aus wie ein öffentlicher Platz. Öffentlichkeit Platz, sicherer Zugang, optisch einzigartig. Das Graffiti finde ich widerlich, ne? Aber man kann es so verwenden als öffentlicher Platz. Ja, und? Das ist nur der Kindergarten. Das reicht nicht. Da musst du irgendwie so ein bisschen Kunst dazu basteln. Also dann, wenn die da Kunst haben als öffentliches Gebäude, reicht die Kunst ein, die man von einem öffentlichen Punkt aus betrachten kann. Und dann kannst du da ganz, 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 ganz schicki und flotti und sonst irgendwie unterwegs sein, diese Sachen einzureichen. Das muss man nicht ganz so eng betrachten, wie das hier. Ich habe hier eine Menge Kreuze im Augenblick gerade, ehrlich gesagt. Diese Kreuze sind auch inflationär aufgestellt. Da fragen sich die Leute halt immer, sind die denn einzigartig? Sind die serienmäßig hergestellt? Hatte ich neulich ein kleines Gespräch mit einem User, der dann gesagt hat, ja, aber die Löwen von China-Restaurants, die symbolisieren doch auch spirituelle
Wesen aus dem asiatischen Raum ist auch korrekt, das ist richtig. Und die Statuen in griechischen Restaurants ebenfalls, die symbolisieren antike Götter meistens. Und vor diesem Hintergrund werde ich die in Zukunft auch durchwinken. Also da muss ich dann mir das dann halt so überlegen, dass das natürlich dann ein Anlass ist, weil ich halt auch denke, dass auch so ein Fisch an der Hauswand halt auch ein christliches Symbol sein kann. Da hast du einen äußerst hässlichen Fernseher und eine ganz unnütze Geschichte mit deinem komischen sonst irgendwas. Ist also wirklich nicht so der Mega-Brüller. Hier, bitteschön. Kriegst du das? Das ist eine Tanzschule, das ist ganz sicher, häufig auch ein Tanzsportverein, die sind da angeschlossen, weil das nämlich für die Leute noch ein zusätzliches Ding ist, wo man die Leute dann halt auch dabei hält bei dem Sport, mit dem nicht nur lernen, sondern auch anwenden sozusagen. Das ist hier in dieser Hütte, da siehst du das, also mal ein bisschen rübergehen. Das sind die Gebäude, die da stehen, also es ist da, können wir auf Absenden gehen. Ich bin mal gespannt, ob das dann heute wieder Gebrassel und Gefasel gibt. Sportheim, sehr schön. Sportlerheime sind immer eine ganz feine Geschichte, die wir da sehr gerne mit dabei haben wollen. Das ist, ui, kann man hier sogar, wenn man noch mit der Drohne, hier ist übrigens auch noch ein Spielplatz, kann man einreichen. Diesen Fußballplatz kann man einreichen. Diesen Fußballplatz kann man einreichen. Das wahrscheinlich nicht. Ja, ihr habt sicherlich auch eine Grillhütte hier irgendwo. Was ist denn hier? Da kann man nochmal gucken. Also lässt sich ganz viel noch einreichen, wenn man da fleißig sein möchte. Da wünsche ich viel Erfolg, dass das klappt. Das wäre ja ganz herzallerliebst, ne? Leuchtende Laterne ist. Schatzanreichung. Yes, Baby, kriegst du auch. Kinderbolzplatz im Dingsbumskirchen, schlag mich tot, ist hoffentlich auf dem Satellitenfoto ganz gut zu erkennen, dieser Sportplatz oder Spielplatz. Je nachdem. Da ist ein anderer Spielplatz dabei, das stört aber nicht, weil man für diesen Bolzplatz ein spezielles Spielgerät, einen Ball mitbringen muss. Deswegen kriegt er hier auch einen Sportplatz. Und dann können da zwei unterschiedliche Dinge dabei sein. Also dann hast du Freiwillige Feuerbindfelde. Hier hast du das Problem, dass du keine Kunst hast, die du hier mit einreichst. Wenn hier noch irgendwie was weiß ich wäre, ginge das, aber so ist, du hast auch genau die Ausfahrt genommen. Also das geht nicht. Aber es gibt bei diesen Dingen häufig Kunst und es gibt bei diesen Dingen auch häufig die Möglichkeit, da von einem öffentlichen Platz, ohne dass man die Rettungskräfte potenziell behindert, einen Blick zu werfen, dann kann man das da auch Wegpunkte in dieser Nähe einreichen. Das ist doch mal was ganz Feines. Das kriegt hier 4 und da 5 sogar. Und das ist doch ein rührender Hirsch, der da an der Hauswand prangert. Der dürfte sich dort auch befinden, weil das ist hier in diesem Haus. Dann machen wir das und das ist ein Wandbild. Wunderbar. Kann man vom Bürgersteig oder von der Straße hier aus sehen. Mehr ist nicht erforderlich. Es handelt sich ja um eine Sightseeing-Geschichte, die wir machen. Das ist ein Aufkleber. Vorübergehende oder saisonale Einrichtung. Da gehe ich noch nicht vom Missbrauch aus. Es kann sein, dass das Leute echt nicht auf die Reihe kriegen. Hier hast du eine Bank. Das scheint aber ein größerer Platz zu sein, weil wir sehen hier auf dem Foto direkt noch eine weitere Sitzgruppe. Es könnte sich also um einen öffentlichen Platz handeln. Eins. 2 ist ein öffentlicher Platz. Öffentlicher Platz ist das optisch einzigartig. Es war auch ein Aussichtspunkt. Wenn man sich dieses Bild anschaut, sieht man, es ist ein Aussichtspunkt. Ne? Also von daher, ultra safe, top Einreichung mit 360 Grad Foto. Großes Lob meinerseits. Schlossblick. Ich nenne es öffentlicher Platz.
Öffentlicher Platz deute ich dir so um, weil ein Schlossblick hätte hier das Problem, dass wir dabei dieses Schloss, was über der Stadt prangert, von vielen verschiedenen Punkten aus sehen können. Wir haben so eine ähnliche Situation. Hier müsste extra irgendwas stehen. Guck dir von hier aus das Schloss an und von keinem anderen Ort. Und da deswegen machen wir mal hier einen öffentlichen Platz. Und dann haben wir das für alle erfreulich abgehalftert. Hier haben wir eine Karte. Karten sind total geil, weil man nämlich bei diesen Karten ultra fein dazu übergehen kann, Wegpunkte zu finden. Und bei Karten hat man häufig den Vorteil, dass man Texte findet, die man für Titel und Beschreibung verwenden kann. Also diese Dinge sind Top-Wegpunkte und häufig auch Ausgangspunkte für Wanderungen. Deswegen machen die sehr viel Spaß und da kann man dann ganz toll feine Sachen mit hin basteln, die wir damit dabei haben wollen, weil man da Informationen findet, die man sonst vielleicht nicht bekommt, weil alles, was wir hier machen, ist natürlich unvollkommen, ne? Und es gibt auch Leute, die haben halt keine mobilen Geräte, keine Maps zur Verfügung. Und deswegen verhält es sich dann da so, dass diese Karten auch sonst einen sehr großen Sinn machen und dabei sein sollten. Eine Hähnchenmastanlage alleine reicht nicht, weil es ein Unternehmen im Allgemeinen ist. Es gibt auch Leute, die Mastanlagen für Hähnchen kritisch gegenüberstehen. Und aber wenn da irgendwie was, ein lustiges Hühnchen gemalt wäre, ein glückliches Hühnchen irgendwie, dann könnte man sowas einreichen. Das kann man ja mal anregen bei dem Bauern, der das da hat, ne? Also historische oder kulturelle Bedeutung, optisch einzigartig, sieht cool aus. Was bist du? Denkmalschild vom Rittergut, Kirche. Zack. Und das hier ist ein taubes Haus. Super. Das ist einzigartige Architektur. Das nehmen wir doch auf jeden Fall noch an. Das gucken sich die Leute gerne an. Sieht auch schön aus. Ich finde es super. Also hier hast du eine Pferdekoppel in Garagenform. Kriegst 4, weil wir ja die Peripherie auch so ein bisschen kultivieren wollen für die Spieler, die dann halt im Außenbereich wohnen. Das sieht auch so aus, als ob das da sein könnte. Kriegst du 4 Zeichnungen. Bums. Also künstlerisch bin ich mir nicht sicher, ob es jetzt so wertvoll ist. Aber das kann man sich dann ja selber nochmal überlegen, wenn man davor steht und zu einer eigenen Meinung kommen. Es gibt durchaus ein paar Sachen, weil ich habe einen Stromkasten im letzten Video, glaube ich, gebracht. Da kann man das tatsächlich ein Bildchen drauf, da kann man dran rumdeuteln und interpretieren und ähnliche Geschichten. Und das ist dann etwas, was da ganz klar eine Berechtigung hat, auf die Spieloberfläche zu kommen, weil ich habe ja mit diesen Stromkästen immer so ein bisschen meine Problemchen und dann kann man darüber sagen, dass wir aber dann in diesem Augenblick auch gerade ganz klar erkennen können, dass man da nicht so oberflächlich sein darf, wie ich mir das dann immer so gerne erlaube, sondern man muss dann halt auch sagen, da meine Vorurteile stimmen nicht, da muss ich an mir arbeiten. Man versucht ja sowieso immer täglich an sich zu arbeiten, auch was die Miezekatzen vor den China-Restaurants betrifft und sich zu verbessern. Und deswegen machen wir das dann so, dass wir das in Zukunft anders machen, hoffentlich besser machen. Hier interessiert mich nochmal was anderes. Ist das Ding eingefriedet? Das ist ein Feld. Und das Ding ist zum Hingehen da. Da kann man also über das Feld latschen. Ja, da kannst du hingehen. Okay, gut. Ja, hast du da halt eine coole Riesensonnenblume. Laterne Nummer 9, das ist super geil. Also, oh, hat er gar nicht benommen.
Das ist war eine Freilichtbühne. Das ist auf jeden Fall, das ist ein Theater. Kultur kriegt das auch 5. Sowas ist immer sehr viel wert. Hier schauen wir mal ein bisschen, ob wir da was finden. Oh, irgendwie, wir könnten hier nachher mal unsere Special-Geschichte machen. Die Freilichtbühne ist hier wohl offenkundig. Wohl, wenn man da mal ein bisschen guckt. Gab es hier ein paar einige oder gibt es auch fast also in Orten und Dörfern für Konzerte? Theater. Also ein Amphitheater, wollte man sagen, so hast du das. Hier gucken wir mal bei dieser Geschichte. Hier ist nämlich, glaube ich, ein Mahnmal. Kriegsdenkmal Gardelegen. Da gucken wir mal ein bisschen, wo das Ding überhaupt konkret steht. Das ist nicht unser Pöppelchen. Der ist da an so einem See. Da gehen wir hier mal wieder raus und gucken mal. Da ist das See. Da ist das Kriegsdenkmal. Sehen wir das? Wenn wir da hinscrollen? Nein, können wir nicht sehen. Können wir also auch nicht auf Maps eintragen. Weil da müssten wir ja schon richtig überzeugt sein. Noch mehr als bei dieser. Müssen wir noch mehr davon überzeugt sein, dass sich das dort befindet, als das für das Spiel zum Beispiel erforderlich ist. Oh, hier hast du so ein kleines lustiges Pöppelchen und dann sind da, kann man sich hinsetzen, durch die Gegend sitzen. Das ist doch mal was Feines. Und wenn man da dann so ein bisschen schaut, da hast du natürlich nichts. Deswegen machen wir das so und das Ganze würde bei mir unter Rathaus fallen und dann kann das damit mal über die Bühne gehen. Das wird da Werkfeuerwehrmeister. Das ist einfach nur eine Werkfeuerwehr. Das ist wahrscheinlich der. Wir gammeln da rum, Raum. Da ist also nicht parken, weil dann die Feuerwehrleute da hinfahren und dann ein bisschen parken wollen, wenn es mal irgendwas gibt. Ne? Ich würde sagen, das machen wir nicht, weil das auch auf dem Betriebsgelände ist, wo man ja überhaupt gar nicht hinkommt. Das ist ja total traurig. Auch mal Zugang für Fußgänger, ne? Wenn es eine Werkfeuerwehr ist. Das funktioniert dann nicht. Das Blumenfahrrad an der Weser verfügt über Halterungen, die wir hier sehen können. Ist also eine feste Installation. Hier auch schön festgeschraubt. Möchte die Menschen anhalten, doch mit einem Fahrrad blumig unterwegs zu sein. Wünschen wir viel Vergnügen, dass das hier möglicherweise auch ein Radweg ist, ne? Der dadurch ein bisschen supported wird. Und sehen wir, da ist auf diesem Ding, ist das Ding gebaut, ne? Ja, wir sehen, dass es da ist. Deswegen haben wir an dieser Stelle, das ist eine Installation. Ich hoffe, dass es schnell zur Entstehung gelangt. Viel Spaß mit diesem neuen Wegpunkt. Man kann ja sehr gut auch mit Fahrrädern unterwegs sein und spielen, aber während der Fahrt nicht auf das Handy gucken, sondern immer supitoppi auf den Verkehr und das Handy erst wieder rausholen, wenn man dann am bestimmten Punkt ist, den man erreichen wollte, damit man da auch sicher ankommt. Das kann man ja auch einfach so machen, dass man sagt, ich benutze dann die Spieloberfläche als Navigationssystem, das geht ja auch, und dann kann man sich davon leiten lassen, aber auf den Verkehr achten, darum geht es ja. Da steht ja auch immer bla bla bla. Das ist auch kein neues Fachwerk, glaube ich, das ist so Zierfachwerk da drauf. Das ist einfach kein POI. Das sagt einem Niantic ja auch immer, wenn man den ja, Scanner startet. Hier kann man lustige Übungen machen. Hier muss man immer darauf achten, das ist ein Areal und nicht jedes Trainingsgerät selber ist ein Wegpunkt. Ne? Das machen wir da mal so, dass wir da auch nur eins annehmen. Aber hier sehen wir auch schon, das andere ist eine Informationstafel. Hier hast du eine Holzschnitzerei, eine coole Rutsche. Dum, dum, dum. Wo bist du denn? Du bist der Sportgerät im Siebigtal. Siebigtalbrunnen, Spielplatz, der Erbe. Siebigtal, was ist das denn? Wir gehen mal ein bisschen da runter, zeig uns das mal. Wo ist unser Pöppel? Der ist doch da auch in der Nähe, ne? Guck mal. Ist das hier Sportgerät im Siebigtal? Der ist falsch platziert. Der wurde möglicherweise unglücklich verschoben. Da machen wir das doch so, dass wir gucken. Sportgerät im Siebigtal. Yes, du bist dann ein Duplikat.
Yes, und dann könnt ihr euch den wieder zurückschieben, da wo die eigentlichen Standorte sind. Wie wäre es denn damit? Na, und da machen wir dann nämlich nicht mit bei diesen Geschichten. Ich baue mir ein Portal einfach mal so in den Hintergarten. Nee, 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 nee. Da wird dann wieder zurückgeschubst, wäre ich dafür. Macht das mal einfach. Hier soll ein Klettergerüst sein. Hier ist ein Spielplatz. Hinter Garagen. Sehen wir hier Garagen? Da siehst du zu, hier ist so ein Kastenbau. Das könnte das sein. Hier ist so ein Kastenbau. Ist er das? Wissen wir nicht. Okay, ist ja egal. Ich hoffe, dass es da ist. Ich beantrage die Löschung, kommt es wieder weg. Willkommen in Marienhagen. Das ist so ein bisschen auch so ein bisschen die Grünfläche. Kannst du hingehen. Wunderbar. Kriegst hier optisch einzigartig. Zack. Und da kann man dann immer so ein bisschen dann die Leute dann halt auch, kann man schön Feldbau betreiben, wenn man als Ingress-Spieler unterwegs ist und da flächendeckend arbeiten möchte mit seinen Sachen, die man da so baut. Graffiti an der Schutter, das ist eine Brücke an der Schutter. Du hast hier das Problem, reicht doch die Brücke ein. Warum hast du die Brücke nicht eingereicht? Sportplatz, Graffiti. Ich nehme es als Brücke an. Titel ist natürlich dann scheiße. Sicherer Zugang. Brücke. Wir können es sehen. Viel Spaß damit. Hättest du als Brücke, wäre noch viel besser gewesen. Antiker Holzwagen. Wissen wir nicht, ob er dauerhaft ausgestellt ist, aber wahrscheinlich. Wir gucken mal, war nicht doch eine. Der kann da einfach hingeschoben sein. Wir wissen es nicht. Der ist auf jeden Fall irgendwann mal hier bewegt worden. Hat der irgendwie festgemacht, das können wir nicht sehen. Keine Informationstafel. Vorübergehende oder saisonale Einrichtung. Sieht so aus, als ob der da weggeholt wird. Zack, kommt weg. Das ist eine Loipe. Das ist also kein Straßenschild. Ist das hier drüber? Ah, wie ist das denn festgemacht? Finkenweg. Ich habe Zweifel zu glauben, dass sich das dort befindet. Sollen die da parken? Sieht man hier irgendwas anderes in der Umgebung, wo man das festmachen könnte? Was ist das? Zeig uns das Foto. Hopp. Da geht eine Garage runter. Das merken wir uns mal. Stellplatz ist nichts. Ne, nicht einmal an gegebenen Ort. Das sieht irgendwie ein bisschen aus. Freaky-mäßig aus. Ich würde sagen, nicht übereinstimmender Ort. Kann ich zumindest mit den zur Verfügung stehenden Dingern herzlich willkommen. Das passt doch super. Ist das mit Kreide gemalt? Nee, ist das richtige Farbe. Da hat auch mal was drüber gehangen. Da haben sie den Efeu weggemacht. Habt ihr ganz fein gemacht. Das können wir auch kriegen. Sind wir uns ziemlich sicher, dass es da ist. Ich nenne das willkommen. Willkommen, damit wir damit schön weiter zurechtkommen. Das ist doch dann eher ein Willkommensschild, sogar ein sehr schönes herzlich Willkommensschild. Die finde ich dann Psycho Dragon. Hier ist ein Drachen, man kann ihn sehen. Ist ein illegales Graffiti. Wasteboard-Kriterien erfüllt die Kriterien nicht. Illegales Graffiti. Sachbeschädigung sollte nicht honoriert werden, Komma, da es zum Nachahmen
anregen könnte. Künstler, das muss man in Anführungsstrichen schreiben, könnten die Spieloberflächen als Ausstellungsraum missbrauchen. Das ist ein hartes Wort, das stimmt ja dann so nicht hundertprozentig, wenn es tatsächlich was Feines ist, aber den finde ich jetzt nicht so toll. Bemalter Bahnübergang. Ja, wurden die Schranken überwachen. Brumm, brumm, brumm. Husch, husch, tuff, tuff, tuff. Haben wir zum Glück schon, danke. Danke, danke. Ich kann es dann als Duplikat ablehnen. Muss ich mich nicht selber darum kümmern. Das ist wieder ein High-Quality Waypoint. Vielen herzlichen Dank für die Einreichung. Örtlich natürlich top wichtig. Und da müssen wir ein bisschen gucken. Was haben wir denn hier für ein? Gershof Nummer 14. Hier haben wir Nummer 7 von der Karte her. Oh, das hatten wir ja schon mal so in diesem Dreh. Dann sieht das nicht so aus, als ob da noch ein Duplikat kommen könnte. Wunderbar. Kriegt hier auch. Rums, rums, rums. Kann das da sein? Ja, kann das sein. Machen wir hier Wissenschaft. Wissenschaft, Objekt, Bildung. Absenden. Zack. Wunderbar. Haben wir endlich mal wieder was Vernünftiges, was wir da. Ladencafé Friedenau. Super. Das ist doch dann eine Geschichte. Ladencafé zur alten Feuerwehr als Old Fire Station. Sub. Mehrsprachig, also ein internationaler Treffpunkt, der alleine aufgrund dieser Tatsache kulturell äußerst wertvoll ist für diesen schönen Ort, wo wir dann auch sagen wollen, wir erkennen sogar, da könnte man sogar noch mehr Einreichungen machen. Hier oben ist so ein Vogelhäuschen irgendwie, was das ganz speziell ist, vielleicht für Störchen. Hier ist ganz wunderbar, ganz wunderbar. Was bist denn du dann überhaupt? Wenn du da einfach nur so Kaffee möchte ich nie machen, weil es für. Ach, da hatten wir ja eine Informationstafel. Dann gehörst du zur Wissenschaft, würde ich sagen. Weil ich glaube, dass die besser durchkommen als diese ganzen Gastrobetriebe, die man da eventuell einreicht. Schützenhaus, da wird gesoffen und nicht geschossen. Also von daher seid ihr ein Sportverein. Und habt dann da auch keine Probleme durchzukommen. Sag ich mal so, zack, wir können es sehen. Sportverein. Oh, da haben wir den Sportverein. Sehr schön. Zack, die Bautz. Wir müssen gleich mal ein bisschen durchchecken, wie weit wir denn da durchkommen. Das hier ist ein Briefkasten von der Hausnummer 20. Das kannst du bekommen als eine Skulptur, die in einem Garten steht. Und das reicht ja, wenn man die betrachten kann. Also von daher kann die da sein. Da sind die Büsche, die kann man sogar sehen. Herzlichen Glückwunsch. Skulptur. Zack, absenden. Und wir gucken gleich mal ganz kurz nach unserer. Oh, da ist das Bildschirmfoto abfotografiert. Wir gehen erstmal hier hin. 31, das ist immer fein. Aber dann nämlich, auf wie weit bin ich denn hier überhaupt? Habe ich jetzt schon so viel aufgenommen? Nee, wo bin ich denn nochmal gestartet? Weiß ich gar nicht mehr. 37. Das ist ja mal eine feine Sache. Dann gucken wir mal hier bei der Bewertung, wenn das ein abfotografierter Bildschirm ist. Ja, dann können wir hier nochmal schön sagen, Missbrauch, Bildschirm abfotografiert, Ausrufezeichen, zack, blanke Wappen, das ist eine Holzschnitzerei, aber die da geschützt hängt. Für den Ort wahrscheinlich eine gesteigerte kulturelle Bedeutung hat, weil es die scheint es mehrfach zu geben hier in der Region. Was bist du? Steinwappen. Okay, alles klar. Optisch einzigartig, kriegst du 4, sicherer Zugang, Holzschnitzerei. Klick mal ran, kann da sein, sage ich mal so, absenden. Gerne mehr davon. Bushaltestelle. Wir haben renoviert, Mai 2007. Aha. Das ist doch ein Denkmal. Bums. Ne? Ihr habt dann ein Denkmal euch erschaffen. Da fehlt das Foto von dem Denkmal. Ne? Wir wollen ja dieses Engagement für die Allgemeinheit von den Personen, die sich daran beteiligt haben. Dann auch dementsprechend würdigen und sagen, ich habe da ein schönes Denkmal geschaffen. Ich habe euch ein Denkmal gesetzt. Mysteriöser alter Brunnen.
Das ist keine Wasserpumpe, das ist abgedeckt, das ist kein PoE. Kriterien, zack. Also ich kann damit beschäftigen, wenn das Ding zu ist. Nehmen wir dann darüber so nicht rein. Container, saisonale Einrichtungen, die werden abgeholt. Es ist völlig egal, ob die angemalt sind oder nicht. Da kommt ein LKW, der holt die Container ab und es ist nicht sicher, ob da wieder welche hingestellt werden. Versteckter Stromkasten ist kein PoE. Nee. Kann man auch nichts anderes zu sagen dann so, ne? Blumenfahrrad, ist es befestigt? Ja, hier ist eine Halterung angebaut. Ist wohl ein Geisterfahrrad, dann wäre es ein Denkmal. Ne? Dann wäre es für den Ort wichtig, weil da mal jemand zu Tode gekommen ist. Optisch einzigartig. Kriegst du 4. Kannst da sein. Da hast du so diesen Hof mit dem angeschnittenen Gebäude. Das ist hier. Das funktioniert. Es kann da möglicherweise sein. Das wäre ein Denkmal. Diese Geisterfahrräder, die werden aufgestellt, wenn es da zu einem tödlichen Unfall mit einem Radfahrer gekommen ist. Deswegen ist es ein Denkmal und sollte dementsprechend halt auch die Menschen dazu. Hier kann man sogar diese Technik, der Boden ist optisch einzigartig. Zack. Da kann man dann natürlich dann die Leute dann darüber dazu anhalten, vorsichtig unterwegs zu sein. Darum geht es ja auch bei dieser ganzen Geschichte. Dann machen wir 4 und das Ganze ist auch Wissenschaft, Bildung und mir zack. Ne? Jo, 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 jo. Schlüsseldienst könnte man sich überlegen, ob dieses Nasenschild wegen der abgebildeten Schlüssel und Schuhe ein Wegpunkt werden könnte. Ich überspringe das. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Astrid Lindgren Schule. Ja, aber da ist keine Statue von Astrid Lindgren. Das ist nur die Schule. Also von daher kannst du dann. Ort Schule ist eingereicht. Das nützt nichts. Also da Festplatz Bühne, wo der Redner, das können wir machen. Das ist doch dann eher ein Theater, würde ich mal so sagen, dass wir da. Guck mal, sehen wir die Bühne? Jo, die sehen wir auch. Das habt ihr ganz fein gemacht. Können Sie sogar sehen. Und das ist ein Theater. Oder Konzertsaal. Nee, Theater. Amphitheater. Rums, absenden. Amphitheater? Ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall irgendwie so draußen. Pflegeschule, diakonisches Menschen lernen, Pflegeschule, Diakonie-Schule kann sowas so sein. Ist eine Berufsschule Altenpflege, Diakonie. Ist, wenn du, ja, da gehen nur die Leute hin, die da Altenpflege lernen und ach, ich überspringe das auch. Das können dann andere für sich überlegen. Stein der Liebe. Das ist ein Stein der Liebe. Ich finde diese Steine im Augenblick gerade witzig, weil das sind so Findlinge, die man, die auf jeden Fall optisch einzigartig sind in der Region und das ist ein total cooler Aussichtspunkt. Ne? Hier sind zwar, hier ist zwar so eine doofe Stromtrasse, die verdirbt das so ein ganz klein bisschen, aber eigentlich ist es ein sehr schöner Aussichtspunkt. Ne? Also guckt so also mit Schäfchen sogar da im Hintergrund. Und eine Bank, wo du da so sitzen kannst und hier kannst du immer mit dem Kopf gegenhauen. Perfekt. Das ist ein Aussichtspunkt. Das hat jemand anderes schon richtig erkannt. Also, oh, wir müssen hier noch 5 Sterne geben. Also bei dem hoffe ich wirklich, dass er auf die Spieloberfläche kommt, weil wenn ich in der Gegend wäre und ich würde da mit dem Scanner umherlaufen, da würde ich mich freuen, wenn ich das finden würde, um da zu gucken und so. Also das ist supitoppi. Hier sehen wir das auch. Perfekt. Hier ist er auch durch. Volleyballfeld. Genial. Kriegen wir gut hin. Marmorlöwe. Nein, das hier ist ein Baumarktlöwe. Der kommt nicht rein. Bei den Löwen vor den China-Restaurants machen wir aus kulturellen Gründen. Verhalten wir uns anders, aber das ist halt einfach Baumarkt. Also. Serienmäßig hergestellt hätte ich schreiben sollen. Ja, dieses Willkommensbeet ist leider eine saisonale Einrichtung. Hier sind doch Pöppeldinger, da sind doch Willkommensschilder. Warum die nicht eingereicht? Weil das Beet ein bisschen vielleicht ansprechender wirkt oder was ist das da? Zeig mal her. Hier sehen wir doch ein Willkommensschild. Weißt du was? Da wir die Schilder sehen, nennen wir das Willkommen, denkst du. Mal dieses Beet jedes Jahr bepflanzt wird. Es ist also, es hat sozusagen Öffnungszeiten wie der Tierpark. Ne?
Immer geöffnet, außer im Winter. Weil da liegt Schnee oben drüber. Aber das hast du bei Bodenmosaiken auch das Problem, dass die immer zu sehen sind, außer es liegt Schnee drüber. Ne? Zebrastreifen haben ja dasselbe Problem, deswegen macht man die Pfosten dazu, damit man diese Überquerung dann halt so sehen kann. Und also von daher macht das dann nichts, ne? Weil da kann man auch davon ausgehen, dass dieses Riesenbeet so etabliert ist, dass es funktioniert. Da einfach Drache vor der Burg. Sieht süß aus, aber wird nicht lange halten, sage ich euch gleich. Die werden dann doch leider ein bisschen zu schnell verwittern. Aber das ist ein schönes Bildchen, das gefällt mir gut. Obwohl ich diese Dinger nicht mag. Hier gibt es bestimmt auch andere Sachen, die man besser einreichen könnte bei diesem Spaßkram da. Fußgängertunnel, das ist auf jeden Fall etwas, was wäre das? Das ist Pendant zur Fußgängerbrücke, überwindet Hindernisse und bringt Menschen zueinander. Dürfte sich da, hier sieht man es auch eingezeichnet bei Maps. Und das ist eine Fußgänger. Ich bin ja mal hier, Fußgängerbrücke. Genau das wollen wir dabei haben. Fußgängerbrücke. Nur halt umgekehrt, ne, dass die Bahn oben drüber fährt. Ringelhalle, Dumms. Ein Denkmal, optisch einzigartig, kannst du als Vorhaltemarke benutzen, wenn du da unterwegs bist und wanderst. Das ist Wappen, okay, die sind auch alle relativ weit weg. Gucken wir mal, ob wir den vielleicht sehen können, weil der, ja, können wir auch sehen. Sehr schön, das ist ein Denkmal und zwar ein Objekt. Das ist doch auch ein Top-Waypoint. Altes Gasthaus, ehemalige Gaststätte des Dorfes, heutzutage nicht mehr in Betrieb. Ist kein POI. Bei diesem Denkmal hätten wir übrigens gerade gleich mal gucken können. Naja, vielleicht gucke ich mir den Film nochmal an, dann kann ich da nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Da habe ich gerade möglicherweise nicht mehr ganz mal etwas vielleicht ganz kurz übersehen, wo man hätte drüber nachdenken können, was man näher hätte erörtern können. Historische, kulturelle Bedeutung, optisch einzigartig so. Das gehört in den Bereich, ist eigentlich eine Protestform, aber das ist auch eine Meinungsäußerung, das nehmen wir mal mit Bildung mit rein. Kann das das sein? Wahrscheinlich. Gehen wir auf Absenden. Ne? Dann nehmen wir das Telefonzelle, ein Monument des letzten Jahrhunderts. Das ist richtig, wir haben auch noch eine Telefonzelle, aber ist. Ach, ich überspringe das. Jo, Vereinsgelände, Sportverein. Das nehmen wir auch gerne mit rein. Da kriegst du auch immer viel, weil das regt ja ein bisschen mehr zum Mitmachen an, ne? Ja, es ist also super toppi, 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 toppi. Ist es da? Da geht's rein. Flach, Garage. Flach, Garage, Sportverein. Nicht vergessen, in die Armbeuge husten. Ich habe es gerade falsch gemacht, ne, Leute? Das wollen wir da immer machen. Alter Flug. Das ist ein Ausstellungsstück, kommt auch mit auf das Ding. Wir haben hier sowas Ähnliches, aber da hat man leider kein Glück beim Einreichen mit einer Wäschemangel, die ich gerne mal reingebracht hätte. Kannst du komplett vergessen. Irgendwie ist die Ablehnungsquote hier so brutal. Das ist echt nicht schlecht. Also echt nicht schön, aber damit kommen wir zurecht. Damit wir machen einfach weiter. Schön mit dem Kopf gegen die Wand funktioniert irgendwann. Blumenwiese, Freiraum für Insekten. Seebach blüht, mach mit. Okay, ist fest installiert. Es hat auch so einen Hundepipi-Schutz unten dran gemacht. Dann ist es für länger gedacht. Und nicht nur für kurz. Da kann man immer ganz gut gucken, wie die aufgestellt sind. Wenn da einfach nur so Holz dem da so überlassen ist. Insektenhotel, Blumenwiese. Ich glaube, das gehört da dann mit dazu. Ne? Dann denkst du, hier hast du das Insektenhotel, da ist die Blumenwiese. Das ist es, Blumenwiese. Gehört mit dazu. Duplikat. Stein an der. Jo, da kannst du hingehen, kannst dir das angucken. Übersieht man ansonsten, weil der hinter der Leitplanke liegt. Deswegen ist das etwas, was wir damit reinbasteln. Da hast du das. Wunderbar, habt ihr ganz fein gemacht. Habt ihr super gesehen. Das ist ein Denkmal. Und da gucken wir dann, dass wir da ja weiterkommen. Zups.
Super geil, super geil. Heute so Dorfplatz unter den Weiden. Ist es denn Dorfplatz? Das ist ein, ihr habt hier ein Bio-Denkmal und da hast du es nicht eingereicht. Hier ist der Pöppel, den kann man da sehen. Da gibt es Müllcontainer, das ist eindeutig ein Platz. Also würde ich auch mal sagen, ja, da hast du recht, das ist ein Dorfplatz, öffentlicher Platz. Für den Ort, kulturelle Bedeutung 4, optisch, nee, ihr kriegt hier 5 und da nur 3. Weil du den Baum nicht vernünftig eingereicht hast, das ist nämlich ein Naturmerkmal. Also nicht Naturmerkmal, sondern ein Naturdenkmal. Wenn du da sowas hast, kannst du den so einreichen als mit dem Schild. Das muss man halt sehen und lesen können. Das ist ein Naturdenkmal. Und gehört dann natürlich auch unter die Rubrik Denkmal auf, denkst du. Weil das ein Baum ist, ist es unschädlich. Wenn eine Informationstafel an einem Baum hängt, fliegt die ja auch nicht raus, weil sie an einem Baum hängt. Hier ist ein öffentlicher Platz. Öffentlicher Platz hier, guckst du mal, da hast du da, oder am Brunnen könntest du auch sein, das ist ein öffentlicher Platz hier, zack. Viel Spaß. Infokasten Siedlergemeinschaft, aber bei diesen Dingern bin ich mir nicht sicher, weil das halt ist, das, die Siedlergemeinschaft, dafür musst du da irgendwie so siedeln, ne? Also von daher, historische oder kulturelle Bedeutung wissen wir nicht, das ist gegeben. Hier gucken, ach, weißt du was? Überspringen den. Deshalb mache ich eigentlich viel zu selten Wendezeile, Ortsschild, auch noch. Weil das Wappen drauf ist. Ne? Können wir, ach, ihr könnt hier dieses Dings nochmal versuchen, wo wir dann gerade unterwegs sind mit dem. So, kann das da sein? Zeig uns das mal. Das ist doch an einer Mauer irgendwo an einem Gebäude und hier ist keine Mauer. Deswegen ist der Pöppel falsch. Der Ort ist falsch. Du hast es falsch eingereicht. Kein Ort. Der Ort ist nicht richtig. Musst du da machen, wo das Schild steht. Das Schild steht direkt bei einem Gebäude. Und das künstlerisch echt nicht toll, euer Stromkasten. Oh, und der ist auch nicht einzigartig. Haben wir ja Schwein gehabt. Erfüllt die Kriterien nicht. Nicht. Einzigartig in der Region. Zack. Eine Bank. Und hier steht etwas Lustiges, wo wir nicht genau wissen, was das so bedeuten will. Das kopiere ich mal ganz kurz. Oder ist egal, kannst du uns auch so sagen. Alte Bank, entspannen Sie sich im Sommer auf dem Stuhl. Mich interessiert was bei diesem Stuhl. Da hat nämlich jemand etwas abgelegt. Eine Bonbondose. Was ist das für ein Kram? Das ist eine Bank. Die steht hier. Pokémon. Hier ist irgendwas mit Pokémon. In Magdeburg. Zeig uns, was da steht. Setze einen Punkt in der Ruhestätte, damit die Leute mehr Pokémon, während sie sich ausruhen. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie deine Bank da platziert ist. Ich hätte gedacht, machst du einen öffentlichen Platz draus, irgendwie sowas. Das ist aber jetzt ein Kirschbaum. Also eine Bank, nichts gewidmet, ein öffentlicher Platz. Hier wäre irgendwas Sporttechnisches gewesen, ne? Das hier sieht aus wie ein Volleyballfeld oder irgendwie sowas. Habt ihr da nichts? Das ist ein öffentlicher Platz mit der Bank. Nee, tut mir leid, das ist einfach nur eine Bank. Exportkriterien für die Kriterien nicht. Nur eine Bank, kein Aussichtspunkt, kein öffentlicher Platz. Absenden. Ne? Müssen wir da locker durch die Hose atmen. Ist im Dunkeln aufgenommen. Eine Informationstafel enthält immer die Information, dass möglicherweise keine weiterführenden Informationen enthalten sind. Deswegen. Wie heißt
Das hier könnte man natürlich ein bisschen besser. Input-Tafel, kannst du Stromwerk? Kriegst du nur drei? Dann kriegst du zwei. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Kriegst du hier? Nee, das bist du ganz sicher nicht. Das bist du ganz sicher nicht. Kann die da sein? Ja, die kann da sein. Jetzt sagen wir drei hier an dieser Stelle. Und das ist einfach nur eine spezifische Information. Das ist so ähnlich wie das, was ich vorhin übersprungen habe. Mit diesem Siedlerprojekt, wo man nicht. Das ist was sehr Cooles, weil man da kann man ein historisches Foto von der Region, nach Möglichkeit von dem Ort, wo man dann gucken kann, wie es da früher ausgeschaut hat und wie sich das entwickelt hat. Das ist eine sehr schöne Sache. Da kann man nämlich dann, das kann man auch sehr gut, wenn man irgendwie so eine Runde dreht. Hier sieht man auch die Bebauung mit den Kanten an den Gebäuden hier, ne, die man da sehen kann. Die wiederholt sich hier. Das Ding ist da und das Ganze ist Fotokunstwerk. Absenden, das ist sehr cool. Die kann man toll in der Stadtführung einmal. Station, grünes Fahrrad in Wolfsburg. Hey, ich bin ein Teil. Mach mich mit. Gewinnspiel, was ist das denn? Zeig uns mal, was da drauf steht. Alle weiteren Informationen und Teilnehmerbedingungen unter wolfsburg.de, grüner Faden. Das ist also so ein Ding von der Stadt. Scheint aber da länger installiert zu sein mit diesen Fahrrädern. Sind das alte Fundfahrräder, die so dann geopfert werden? Wir gehen davon aus, dass das etwas ist. Ja, Installation oder Werbung. Eins von den beiden ist es nämlich. Es könnte auch sein, dass es nur bloße Werbung ist. Dann wäre es ärgerlich. Wissen wir nicht, können wir nicht genau sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es eine längere Installation ist, weil das grüne Band wahrscheinlich auch länger dabei sein soll. Kirche. Das ist ein No-Brainer, sowas einzureichen. Aber hier haben wir die Kirche wahrscheinlich schon. Du bist doch Kirche, ne? Kriegerdenkmal Kirche. Kriegerdenkmal Kirche? Da oben soll ein Kriegerdenkmal sein, oder was? Also ein Denkmal, ein Mahnmal gegen Krieg und Gewalt. Wenn da ein Mahnmal gegen Krieg und Gewalt ist, sollte das Kirche auf diese Dings, das sieht mal ganz interessant aus. Hier oben ist eine abgesetzte Uhr. Da hast du diese Geschichte. Das komische Dings. Wir müssen uns mal dieses Foto da angucken lassen. Hier siehst du nur die. Ach, da ist das. Da ist es gebaut. Da kann man es sehen. Ich nehme das eine nämlich als Bild für. Da ist es. Für die Kirche und das andere für das Denkmal. Und da muss man das bei Gelegenheit noch ändern. Und hier ist das Denkmal. Hier ist das Mahnmal gegen Krieg und Gewalt, das wir dann damit reinbringen wollen. Dann können wir gucken, habt ihr hier Fotos? Jo, das sieht doch gut aus. Habt das sehr schön gemacht. Sehr fleißig, dass da Fotos hinzugefügt worden sind. Das ist immer gut für die Region. Hier machen wir. Das sollte man vielleicht mal groß schreiben. Hier müsste man ein bisschen genauer darauf achten. Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung ausrufezeichen. Hier hast du dann historische Sehenswürdigkeit. Das wollen wir natürlich noch genau platzieren. Dafür brauchen wir die Satellitenansicht. Und gehen hier äußerst exakt vor, damit wir die Maps schön machen. Weil Leute sind froh, wenn sie einen vernünftigen Weg finden und vernünftige Daten haben. Ich ja auch. Und ich verwende Maps auch. Und andere Leute sollen ihre Ziele erreichen. Und ich möchte meine Ziele auch erreichen. Und deswegen müssen wir das äußerst präzise basteln, dass das funktioniert. 63, ja, machen wir vielleicht noch ein paar. Ah nein, wir haben die Kriterien des Brechreizes gerade versehentlich aufgerufen. Das macht uns keine Freude. Nein, nicht diesen, ich hätte beinahe Schmutz gesagt, aufrufen. Nein, 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 nein. Klettergerüst mit Karussell. Hoffentlich sehen wir es hier. Ja, wir sehen es. Vielen herzlichen Dank. Spielplatz, Örtlichkeit, winken wir durch.
Ganz wunderbar, dann kommen wir doch hier nochmal ein bisschen weiter. Oh, Conti-Stöcken, das ist auf jeden Fall eine Installation, weil es hat eine kulturelle Bedeutung für die Region, wo das ist. Riesiges Werk, riesiger Arbeitgeber. Hier oben kann man es sehen. Ja, das können wir mal, das ist der Hubschrauberlandeplatz für die Geschäftsleitung, den kann man ruhig blockieren. Das ist eine Installation, weil das natürlich auch eine relativ alte Installation ist, die man sich da betrachten kann. Und das ist dann nicht so zu verachten. Hier hast du fest installierte Aschenbecher könnte auch so ein bisschen abendmahltechnisch ausgedeutet werden, wenn man das gerne möchte. Ne? Eine Tafelrunde ist es ja nicht. Ist auf jeden Fall. Ach, da haben wir es. Was? Wie bist du? Shabbat Table. Ja, okay. Ist aber Duplikat. Dann müssen wir dann so auf Absenden machen. Und jetzt können wir nochmal gucken, wie weit wir gekommen sind. Eine Metallkuppel. Das ist ein Brunnen. Hier läuft wahrscheinlich Wasser runter. Da musst du mal gucken. Oder diese Geschichte ist so gebaut. Bewertungen. Dann machen wir noch einen. Wir wollen nicht so ein blödes Schnapszahl am Ende haben. Dass wir hier sagen, das könnte man auch so draufklettern und dann runterrutschen als Spielplatz. Ne? Das also würden wahrscheinlich Kinder machen. Versuchen draufzuklettern und dann runterrutschen und im Sand landen. Das scheint umgebaut zu sein. Öffentlicher Platz, Spielplatz, Straße der Einheit. Huiuiuiuiui. Da ist noch mehr Spielplatz. Habt ihr das hier ein bisschen verschoben, um mehr Stops zu haben? Und das hier ist in Wirklichkeit die Kuppel. Nee. Kann es da sein? Wir wissen es nicht. Wir haben hier Bolzplatz. Das ist wahrscheinlich dann der. Du bist Spielplatz. Du bist aber hier für den kompletten Spielplatz. Stellt sich die Frage, ist nicht am angegebenen Ort, weil das eine ist, das hier ist. Das ist da nicht. Das hier ist ein Schulhof von der Dingsbumskirchen und den Rest können wir. Es ist dort, wir passen auf, es ist dort. Wir gucken nämlich nochmal, wir sehen hier 3 und 2 und das setzt sich hinten weiter fort. Und wenn wir nämlich jetzt gucken, ist es nicht in diese Richtung fotografiert. Ist in diese Richtung fotografiert. Oder in diese Richtung fotografiert. In diese Richtung fotografiert. Dann haben da Umbaumaßnahmen stattgefunden. In diese Richtung fotografiert. Hier hinten siehst du so eine Aufbauhecke. Es befindet sich zumindest dort irgendwo in der Region. Ne? Also klar, wir nennen das Ganze Spielplatz, weil ich glaube, das ist sowas, wo du drauf hüpfst und dann dich runterrutschen lässt und dann sagst, oh, das hat jetzt großen Spaß gemacht oder irgendwie sowas in der Art. 67. Campingplatz. Ist Unternehmen im Allgemeinen und wir haben hier auch keine, oder ist eine Informationstafel? Ne, ist ein Unternehmen im Allgemeinen. Unternehmen im Allgemeinen. Der hat bestimmt einen lustigen Spielplatz und andere Sachen, die man da einreichen kann. Also vor dem Hintergrund machen wir das mal so nicht. Das hier ist Lager 1 Südtor. Innenbauten, Lagerbahn, Tor, Zentralbau. Okay, alles klar. Das gehört dann zur Wissenschaft. Nehmen wir auch mit rein. Zack, 68. Absenden. Ach, da hätte ich immer besser mal nicht 5 gegeben. Ein historisches Schild. Die Frucht des Herrn ist der Weisheit anfangen wollen. Plock. Ein Kleinod, welches man sonst gerne übersieht. Kannst auf jeden Fall davon den Links sehen. Kann sein, wissen wir nicht, wäre dann hier zu betrachten, wäre an dieser Ecke dort. Ach, da hat er sich ein Denkmal gesetzt. Na, mit einer Plakette. Hier haben wir nochmal ein Dingswarnmal, was wir versuchen können einzureichen. Das kann man nämlich sehen. Und sogar sehr easy sehen, bei St. Michael ist das. Und dann machen wir dann fehlenden Ort hinzufügen. Den Toten zum
Gedenken den Lebenden zur Mahnung, Ausrufezeichen, zack. Und da wollen wir gerne eine historische Sehenswürdigkeit verortet sehen, weil wir nämlich da wollen, dass die Menschen das auf sich beziehen und sich darüber im Klaren sind, dass sie ganz persönlich auch eine Stimme haben, die sie erheben können gegen Krieg und Gewalt. Ne? Also machen wir das so. Zack, die Bounce. Haben das abgeschickt, hat keine Rückmeldung von Google gegeben, dürfte also auch noch nicht auf der Karte soweit existent sein. Schützenhaus Thüringen, dann wird wieder gefeiert. Ja, viel Spaß beim Feiern, Sportverein. Zack, hast du das. Die muss ich jetzt ganz kurz abhandeln, weil die werden sonst diskriminiert. Die haben ja immer so ein bisschen das Shooting Range Problem von Niantic. Aber sie sind ein Sportverein. Und vor dem Hintergrund wäre das unfair, die zu diskriminieren. Das kann ich ja nicht machen. Bushaltestelle der Borg. Okay. Wollen wir mal hoffen, dass die Borg. Nee, das heißt so da tatsächlich. Da haben die ja Glück gehabt. Guck mal, da kommen die Borg. Wir gucken uns hier an, wie weit wir gekommen sind. 71, yay, lassen wir so. Dann haben wir ja fast die 22.000 demnächst, wenn wir ein bisschen Glück haben. Müssen wir mal gucken, ob wir dann da schön vorankommen. Mann, das war heute ein Chaos. Ich bin gespannt, warum ich mein blödes Handy nicht verwenden konnte für meine Vogelperspektive, die ich hier zeigen wollte, weil ich das nämlich ganz gerne häufiger verwenden möchte, auch um immer mal wieder, abgesehen von dieser Wow-Kamera, die man da sehen kann, noch eine zusätzliche Perspektive zu bieten. Ich habe das im Augenblick gerade so, dass man hier dann nur so ein Rettungsbild sieht, falls man da versehentlich hinschaltet. Habe ich sowieso immer. Hier ist meine andere Wow-Kamera, die sich dort befindet. Das ist halt, wenn man sich dem Zuschauer nochmal speziell zuwenden will. So, ey, weißt du eigentlich so über die Dings erzählt. Aber egal, müssen wir halt so mit zurechtkommen. Das soll ja auch mal nochmal vielleicht eine Bodycam nochmal werden, nachdem ich da jetzt eine Flughilfe noch installiert habe, damit man diese Geschichten eventuell auch noch mitverfolgen kann. Allerdings stellt sich, muss man mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Vielen herzlichen Dank für alle, die hier bis hierhin durchgehalten haben. Reicht fleißig ein. Ich wünsche uns allen ganz, ganz viel Erfolg mit den Einreichungen. Beantragt auch die Löschung von Portalen, die nicht mehr existieren. Denkt dran, wir bewerten alles, was wir bewerten, sind Aussichtspunkte. Man muss sie gut sehen und erkennen können. Und ich hoffe, dass ich meine Probleme bis zum nächsten Video gelöst habe, damit wir dann halt hier wieder ein bisschen lebhafter hin und her schalten können. Und diese technischen Entwicklungen können ja auch einen gewissen Spannungsfaktor mit sich bringen. Von daher lohnt es sich, vorbeizuschauen. Wir sehen uns also im nächsten Video.